Berufsberatung. Professionelle Hilfe bei der Berufswahl. Pascal zeigt, wie es geht. Pascal Meyer ist 15, besucht die dritte SEC und ist technisch interessiert. Er hat zwar die Berufswahl hinter sich und auch schon eine Lehrstelle als Elektromonteur gefunden, aber die Entscheidung ist ihm nicht leicht gefallen. Seine Berufswahl war ein langer Prozess. Vor eineinhalb Jahren habe ich angefangen. Also in der Schule haben wir angefangen. Und das war eine sehr schwierige Zeit für mich, weil ich noch nicht wusste, was ich möchte lernen. Und ich dachte, ich finde nie einen Beruf. Pascal lebt mit seinen Eltern in Brütten. Mutter und Vater haben ihn bei der Berufswahl kräftig unterstützt. Ich habe mir einfach Sorgen gemacht, dass er nichts findet. Weil er hat sich dann herausgestellt, dass es einfach sehr schwierig ist, um etwas zu finden. Vor allem mal nur schon zum Schnuppern. Und beim Pascal habe ich einfach gewusst, dass er unbedingt eine Lehrstelle haben will. Er will nicht ins 10. Schuljahr oder sonst irgendetwas machen. Darum war das eigentlich eine riesige Sorge für mich. Auch diese Frau hat Pascal bei der Berufswahl geholfen. Isabel Mütsch, Berufsberaterin, unterwegs zu ihrer Arbeit. Sie berät pro Tag 3 bis 4 Jugendliche, die den Einstieg in die Berufswelt suchen. Ich erlebe die Schülerinnen und Schüler nicht als dumm, frech und faul, als manchmal ängstlich, manchmal auch mutig, ganz verschieden. Die Beratung bei den öffentlichen Berufsberatungen ist gratis. Wer einen Termin möchte, muss sich aber anmelden. Im Büro holt sich Isabel Mütsch die Dossiers der neu angemeldeten Schüler. Es ist irgendwo ein Prozess, dass sie im ersten Schritt irgendwo mehr sich kennenlernen. Was sind denn meine Interessen, meine Fähigkeiten? Was kann ich gut? Was liegt mir? Was macht mir Freude? Und dann schauen, was sie in der Berufswahl dementsprechend können. Und da sind natürlich wir gefragt, auch, die Berufe immer wieder kennenlernen, auch wieder Berufe, die sich verändern. Die verändern sich sehr stark. Und dann da erkundet, was könnte mir liegen von dieser Berufswelt, wo sie am Anfang noch sehr wenig davon wissen. Zurück zu Pascal. Zuerst haben er und seine Eltern Berufe notiert, die für ihn geeignet schienen. Für mich war es sehr wichtig, dass meine Eltern mich unterstützt haben, weil ich dann auch ein Leid teilen und weil sie mir sehr viel Mut gegeben haben. Also Multimedia-Elektroniker, dann Telematiker, Physiklaborant, dann generelle Elektronik, Elektromonteur, Chemielaborant. Ich glaube, das sind so die, die ich gehe. Ich habe noch einen anderen Beruf, und zwar Gärtner. Was meinst du? Also Informatiker, Multimedia-Elektroniker, Telematiker, Physiklaborant. Elektroniker und Elektromonteur finde ich sehr gut. Aber Gärtner kommt das nicht in Frage, weil ich möchte eher in Fachrichtung Technik gehen. Auch der Berufswahlunterricht in der Schule mit Lehrerin Doris Würzer hat bei Pascal zur Unterstützung beigetragen. Denn ihr steht im Zentrum dieser Wahl. Du musst dich mit dem auseinandersetzen. An dir liegt es, dich zu informieren. Du hast die Hauptaufgabe. Die Aufgabe kann dir niemand abnehmen. Du bist hauptverantwortliche Person. Isabel Mütsch bereitet ihren Tag vor. Was können Jugendliche von einer Berufsberatung erwarten? Sie können nicht erwarten, dass wir sagen, der Beruf ist der richtige für dich. Aber sie können erwarten, dass wir sie unterstützen in der Auseinandersetzung mit sich selber und in der Auseinandersetzung mit der Berufswelt. Und dann immer mehr spüren oder erkennen, was ihnen zusagt. Zur ersten Beratung begleiten viele Eltern ihre Kinder. Das war auch bei Pascal so. Wie sieht die Berufsberaterin die Rolle der Eltern? Schön ist es, wenn die Eltern können ihre Kinder unterstützen können, also Mut machen. Nicht unbedingt Schritt abnehmen. Also auch ein Telefon auf Berufsberatung, sie möchten sich anmelden, ist ein erster Schritt Richtung Selbstständigkeit. Weil das sind kleine Schritte, die einem dann auch das Gefühl geben, ich kann etwas, wenn man dann das erreicht hat und das gegangen ist. Es kann sein, ob eine Tätigkeit, die gerade ausgeübt wird, es kann sein, etwas aus der Umgebung. Du kannst mir am Schluss sagen, was dir gefallen hat. Wenn du findest, das spricht mich an, leistest du zum Plus,
Wenn du findest, eventuell, ich weiß nicht recht, das wäre vielleicht. Ja. Und das wäre nein, spricht mich nicht an. Pascal sortiert die Fotos nach seinen Vorlieben und Neigungen. So erfährt Isabel Mütsch, welche Interessen Pascal hat. Gut, du musst noch ein bisschen auseinander, dass du die Einzelnen siehst. Ja, und was ist es, was dich bei diesen Fotos angesprochen hat? Was er das mit der Technik zu tun hat. Sich über seine Interessen klar zu werden, ist sehr wichtig bei der Berufswahl. Wir geben wie einen Ankick, dass sie sich mit sich auseinandersetzen, dass sie sich mit der Berufswelt auseinandersetzen. Und was sie mitbekommen, ist eine Unterstützung und eine Begleitung, in dem, dass sie auch Vertrauen bekommen, dass in dieser Berufswelt ein Platz für sie ist, dass sie in dieser Berufswelt schon bestehen können, weil das ist ja ein rechter Schritt von der Schule in so einer Umgebung von Erwachsenen. Nach der ersten Runde in der Berufsberatung besucht Pascal das BITZ, das Berufsinformationszentrum. Grüezi. Hoi. Ich würde mich gerne über die verschiedenen Berufe erkundigen. Ja, ist gut. Auch im BITZ gibt es Berufsberater, die über alle Berufe Bescheid wissen und einem helfen können. Bernhard Burger zeigt Pascal, wo er Informationen über jene Berufe findet, die ihn interessieren. Zu den meisten Berufen gibt es auch Videos. Runde 2 in der Berufsberatung. Jetzt, was ist jetzt in der Zwischenzeit so gelaufen? Hast du mal in dem Buch durchgeschaut? Ja, also da habe ich das Blatt ausgefüllt. Pascal erzählt Isabel Mütsch, was er über seine Wunschberufe herausgefunden hat. Du hast mir gesagt, du hast noch eine Schnupperlehre als Telematiker gemacht. Kannst du mir sagen, wie dir das gefallen hat? Ja, es geht so. Also, insgesamt hat Pascal die Berufsberaterin 3-mal besucht. Jetzt ging es darum, zu überlegen, will ich noch einen anderen von diesen Beruf schnuppern und auch wählen. Ich kann dir Schnupperlehrliste mitgeben, kann dir auch noch mal genauer Informationen von diesen Berufen mitgeben, kann schauen, ob es ein Video hat. Und dann könntest du entscheiden, welche von denen will ich jetzt, um noch eine dritte Alternative haben. Die nächste Schnupperlehre hat Pascal zum Ziel geführt. Er schnupperte Elektromonteur bei der Firma Zünd Elektro. Sein künftiger Lehrmeister Bruno Bachmann und der Geschäftsführer Jan Zünd waren mit Pascal zufrieden. Deshalb kann Pascal heute den ersehnten Lehrvertrag abholen. Ja, Pascal, anhand von deinen schönen Bewerbungen, die du uns geschrieben hast, und auch in deiner Schnupperlehre, haben wir Freude, wenn wir dich in die Lehre nehmen zu uns. Wir haben viele Bewerbungen bekommen, aber wir haben uns für dich entschieden. Ja, danke vielmals. Also vom ersten Schritt, vom BIT bis zum Schnuppern, hat mir alles sehr gut geholfen und ich konnte viele Informationen sammeln. Und so bin ich zum Schluss gekommen, dass es der richtige Beruf für mich ist. Und jetzt bin ich natürlich sehr glücklich, dass ich den habe. Beim Pascal war es ja so, dass er am Anfang so eine konkrete Idee hatte, auch ein bisschen Richtung, und er gleich gemerkt hat, es könnten mich auch andere Berufe interessieren. Pascal hat es geschafft. Das Fazit. Es ist wichtig, dass es wirklich ein Beruf ist, der ihnen gefällt. Dass sie 3-4 Jahre lang gerne das können lernen können, gerne an die Lehrstelle gehen. Und sie können auch wissen, nach diesen 3-4 Jahren, wenn sie den Lehrabschluss haben, sind auch wieder andere Möglichkeiten offen.